Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich queste immer noch so vor mich hin und möchte euch daran teilhaben. Und da habe ich jetzt die Mission mit dem Spellsworld Control Deck zu spielen. Ja genau, mit ihm. Ich brauche halt eben die Attribute und da habe ich mir gedacht, packe ich doch mal wieder das gute alte Spellsworld Control Deck aus. Das war ja sehr erfolgreich, ne? Wenn ihr mal kurz reingucken wollt, was haben wir denn da für Karten? Also ziemlich viel Heilung mit am Start, Histein natürlich, also wir bauen da wirklich gut auf. Ansonsten The Creme de la Creme. Und ganz viel Badass. Badass, krasser Scheiß. Okay. Starten wir direkt doch mal ins Spiel. Bis gleich. So, da sind wir schon. Wir kämpfen gegen den vergessenen Helden. Den Javier, David Javier. So, Prophezeiung natürlich immer weg. Der Schwarzmarschwache. Oder die Schwarzmarschwache. Die können wir behalten. Davon haben wir zwei. Leute, in Zahlen zwei davon. Von daher können wir damit prassen. Können wir prassen. Zum Gruße, Bürger. Hey da! Goblin Deck, Leute. Goblin Deck. Wir hatten das doch gerade erst. Ich habe in der Aufnahme davor habe ich das Goblin Deck gespielt. Ah, dadurch mal reingucken ist cool. Ja. Eure schwerfälligen Schritte halten wir doch mal direkt gegen. Wir haben aber diesmal ein Control Deck. Das heißt, wir müssen aufhalten. Also, wir müssen ihn aufhalten und ihn nicht dazu kommen lassen, uns so viel Schaden zu machen, wie er jetzt anfängt zu machen. Aber da haben wir zum Glück die richtigen Karten dafür. Der könnte jetzt auf gut Glück. Natürlich haben wir kein Glück. Das wäre auch viel zu viel verlangt. Hätte der jetzt eventuell Wächter bekommen und plus zwei Leben. Damit wäre er eine richtig gute Mauer gewesen, der tapfere Verbündete. Aber wir legen unsere Hoffnung dann einfach auf den Schwarmverteidiger. Den spielen wir dann aber links, denn der Typ ist sehr gefährlich. Er bekommt, wenn er ins Gesicht angreift, plus 3 Angriff. Da möchte ich aber, dass er erstmal an eine Mauer rennt. Wenn er uns jetzt am Anfang Schaden macht, ist es jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich möchte eher dafür, also es eher versuchen, ihn dazu zu bringen, seine Karten alle auszuspielen, dass er dann eben keine Handkarten mehr hat. Und seine Kreaturen so weit wie es möglich ist eben aufzuhalten. Und so werden wir nicht sterben, können wir relativ schnell wieder Leben aufbauen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich denke, wir spielen als erstes die beiden hier. Die sind dann im Schatten. Der wird dann ins Gesicht angreifen und sich natürlich übelst freuen und so. Yay, 3-3, der eine kann den nicht töten und so. Dann werden wir ihn aber mit dem Schattenfernpriester wieder zurückbuffen. Also zurück, also verstummen lassen, sodass er wieder 2-2 hat. Und dann können wir da direkt reingehen. So machen wir das. Und der kommt da ja jetzt nicht so leicht vorbei, außer der hat noch ein Ass im Ärmel. Na, hoffen wir doch mal nicht, ne? So, wie ich schon gesagt habe, da geht er natürlich voll cool rein und so. Kann aber nichts machen. Um da vorbeizukommen, das ist schon mal cool. Gewässer und Gemetzel. Wir können aber den hier vernichten. Und müssen halt eben wohl oder übel. Wir könnten uns auch hier verteidigen, aber das wäre besser. Das wäre sogar besser, ja. Das wäre sogar besser. Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal, wir riskieren es einfach mal. Jawohl. Und dann noch Histein dazu. Wir bekommen ein bisschen Leben.
Und wenn wir 15 Magiker erreichen, beschwören wir noch 2 8er Sumpfleviathaner. Das ist ziemlich cool. Und ja, so weit habe ich jetzt auch nicht gedacht. Der bekommt 2-2. Und damit können wir die killen. Seht ihr, wie man aus Versehen richtig geile Züge machen kann? Gibt's nur hier. Auf LineTube TV. Sieht aber jetzt wirklich ganz gut aus, weil der hält sich gerade so ein bisschen vage. Und wir kommen so langsam in die interessante Zeit, wo wir dann den Blutmagiefürsten oder den Manticore ausspielen können. Spürt meine Klinge. So, da können wir reingehen. Wir könnten... Ja, da gehen wir rein. Und benutzen den Schattenfernpriester, um den hier verstummen zu lassen. Ihr müsst gereinigt werden. Gewässer und Gewässer. So, und da können wir den hier auch noch auslöschen, weil ich sowieso keine Runen brechen möchte. Ich möchte erstmal das Board aufbauen, das heißt in der nächsten Runde der Blutmagiefürst. Und dann kommt Schwarzmarschwache. Und dann sieht das wirklich rosig aus. So, spielen wir den erstmal, bauen ein gutes Board auf und dann versuchen wir ihn in wenigen Zügen zu vernichten. Da ist die Karte auch gar nicht mal so schlecht. Mutter des Schlamms. Genau, mehr machen wir nicht. Wir versuchen uns jetzt einfach nur noch am Leben zu erhalten und können den dann schon ziemlich einfach zerpflücken. Vor allem dadurch, dass wir jetzt Leben entziehen haben, können wir den Gegner 5 Schaden zufügen und erhalten dafür auch nochmal 5 Gesundheit. Und ich habe sowieso noch ganz viele Karten, wo uns eben Gesundheit spenden im Deck. Von daher komme ich da auch ganz schnell wieder auf 30 zurück. Ist eine Mordmaschine mit 5 Grad. So, das ist eine sehr gefährliche Karte, die darf man nicht unterschätzen. Jetzt könnten wir die auslöschen, wir könnten uns aber auch mit dem Nahagli verteidigen. Oder wir benutzen einfach den Manticore und löschen die aus. Machen wir das so. Sicher, sicher. Bam. Wir hätten auch natürlich Nahaglyph spielen können und die sturmfeste Scherge. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt noch ewig das Comeback haben würde. Er könnte immer noch, es gibt eine Karte bei der Willenskraft, dass er das komplette, also die komplette Seite hier vernichten könnte. Mit einer Karte. Das mache ich immer ganz gerne. Ich glaube, ich habe die sogar in diesem Deck. Aber es scheint mir nicht so, als ob er sowas spielt. Macht auch bei der Deck-Konstellation, die er hat, auch überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Das ist Nahaglyph. Wird euch nicht retten. Und der ruhelose Templar. Und jetzt warten wir da auch wieder ab. Leute, sicher ist sicher, ne? Man sollte sich nämlich nie zu sicher fühlen, denn dann kann das auch mal ganz hart kommen. Und so eine sichere Sache will ich dann doch nicht verlieren. Okay, da löscht er den Blutmagiefürsten aus. Okay, wie viel haben wir denn? Lasst mich mal im Stillen nachdenken. Jawohl, das würde reichen. Das würde reichen, wenn wir dann noch das Leben entziehen machen.
Jetzt ist natürlich immer eine gute Frage, wenn er jetzt in einem dieser Runen noch einen Speer hat, dann wird das natürlich wieder schwieriger. Aber wir riskieren es einfach mal. Wir greifen nicht mit ihm als erstes an, wir greifen mit unserer Wache als erstes an. Dann damit. Dann damit. Denn wenn er den Speer zieht, kann er den hier sowieso nicht vernichten. Und scheint nicht so, als ob er irgendwas hätte. Von daher einfach bam. Oh, das waren noch Zeiten, wo wir das Deck öfter gespielt haben. Na, da war der Line-Tube auch noch auf Rang 3 und 2 und so ein Zeug. Ne, nicht auf 5. Okay, ihr seht, wir haben noch ein paar Kämpfe vor uns. Ich spring direkt aufs Schlachtfeld und dann spielen wir weiter. Okay, das letzte Duell war ziemlich überlegen. Ziemlich überlegen gewonnen. Da hat er seine kompletten Karten ausgespielt und hatte dann keine Chance mehr. Jetzt sind die Handkarten sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir können uns ganz gut verteidigen, falls der jetzt auf die Idee kommt, uns zu rushen. Was ich mir da bei dem Deck gerade mal gar nicht so vorstellen kann. Aber ich weiß ja auch nicht alles. Lassen wir uns mal überraschen. Er kann nichts machen. Also ich denke eher, dass es ein Controller ist. Dann wird das jetzt Control gegen Control. Die erste gute Karte. Den können wir leider nicht killen. Das ist sehr, sehr schade. Aber wir können uns trotzdem verteidigen. Wäre ein Schwachsinn, wenn wir es nicht machen. Das wäre einfach nur ein Opfer. So machen wir das nicht. Spielen wir dann lieber, wenn es sich lohnt. Und das lohnt sich ab der 7. Magiker-Runde doch am meisten. So, jetzt kriegt ihr die auch noch weg. Aber mein Freund, ich habe 2 dabei. Jetzt hätte es sich gelohnt, die hier zu spielen. Wir hätten nämlich so ein 1-1er ausgekotzt und dann hätten wir den 1-1er da reinballern können und die hätte weiterhin produziert. Jedoch hätte er sich auch ganz einfach verteidigen können mit dem hier zum Beispiel und dann wäre es auch wieder vorbei gewesen. Oh, der hat ihn geheilt. Oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Damit habe ich echt gar nicht gerechnet. So, wir könnten jetzt den hier verstummen lassen. Was ich jetzt auch mache. Ihr müsst gereinigt werden. Damit ich den hier wegbekomme. Und der ist jetzt nicht sonderlich stark. In der nächsten Runde wäre so ein Nachtschatten gar nicht so schlecht. Weil der ist dann doch immer gefährlich. Und etwas schwieriger vom Feld zu bekommen. Diesen Hiesen. Der hat nämlich Durchbrechen und Entzug. Wäre es auch für Schlüsselwörter wäre auch gar nicht so schlecht. Das wäre auf jeden Fall so die richtige Karte für Control Decks. Also Schlüsselwort Control Decks. Da muss ich auch noch eins machen. Das ist gut. Das hat er richtig gut gemacht. Ich bin ein Kind der Finsternis. Okay, den können wir killen. Jetzt geht er wieder großzügig ins Gesicht, hä? Nein! Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. Nein! Oh, der controlt ganz gut. Aber wir müssen bis zur 12. Runde überleben. Also dann können wir Sachen machen. Leute, dann können wir Sachen machen. Ich werde den Hist beschützen. Hier können wir uns ganz gut verteidigen. Und jetzt wäre so ein Histhain auch nicht blöde. Wir könnten zwar auch hier die olle Kreatur spielen. Aber so ein Hist sein. So ein Histhain, ich lüfte uns dann doch vielleicht ein bisschen mehr.
oder wir spielen Schwarzmarschwache. Damit können wir nochmal die ganze Seite so ein bisschen bedrohlicher machen. Vorher sollten wir erstmal die Sache kontrollieren. Das wäre vielleicht cleverer. Okay, wir machen so, weil die kriegt den dann sowieso nicht weg. Weil der 4-4 hat. Also würde er dann überleben. Und das wäre nicht schlecht. Wir haben immer noch genug Möglichkeiten. Die möchte ich dann auf jeden Fall nochmal einsetzen, sofern wir noch nicht so arg viele Kreaturen auf dem Feld haben. Und sonst überläuft das sich. Jetzt holt er sich einen Ork. Probiert das doch mal an. Okay, dann kriegt er die weg, der Glückliche. Wir können die hier wegmachen. Hier können wir noch den ruhlosen Templer spielen. Oder... Ja, spielen wir ruhlose Templer und Histhain. Weil dann kriegen wir viel schneller die 12. Runde auch hin. Und dann können wir den Eisenatronachen spielen und dann geht's ihm echt schlecht. Und das ist halt eben das Gute. Wenn die jetzt einen von, also wenn die jetzt den killen, dann kriegen wir 5 Leben. Und damit können wir überleben. Das macht er auch. Ich habe meinen Zorn zu lange. Jetzt holt er sich wieder einen Ork. So langsam wird's gefährlich. Aber wir müssen noch uns eine Runde gedulden. Und dann kriegen wir das auch hin. Spielen wir doch mal einen Nachtschatten hier. Und könnten hier richtig die Bedrohung aufbauen. Und dann auch dementsprechend die Kontrolle. Und einen Eisenatronachen, obwohl. Obwohl, Leute. Ich meine, die sind viel gefährlicher. Nee, ich glaube, das ist ganz cool. Ich glaube, das wäre ganz cool. Und dann in der nächsten Runde Eisenatronach links. Und schon können wir den ziemlich zügig wegballern. Wenn wir jetzt ein bisschen Schaden fressen, dann dürfte es eigentlich nicht so schlimm sein. Und den hauen wir weg, dann fressen wir halt eben 8 Schaden. Können uns dann aber dort verteidigen, wo es nötig ist. Und bekommen hier durch den hier sowieso noch Leben. Können wir den hier auslöschen, hier die Kontrolle einfach mit den Kreaturen wahren. Und hier den Eisenatronachen als Schutz benutzen. Oder hier. Jetzt haut er natürlich alles raus. Der hat Angst. Ach Leute, das ist noch so köstlich. Holen uns erstmal so ein bisschen Leben. Zu Befehl. Gehen wir da rein. Ja, da noch ins Gesicht. Und spielen einen Eisenatronachen aus. Beschützen unsere Kreaturen. Die produziert jetzt sowieso noch einen. Da kommen die hier nicht durch und die machen natürlich dementsprechend mehr Schaden. Der könnte jetzt nur noch durchkommen, wenn er ihn verstummen lässt. Oder... mit Gift arbeitet. Genau. Tödlich also. Jetzt kriegt das weg. Jetzt kommt er wieder. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ein feiner Kampf. Brennt alles nieder. Ich meine, wir können es immer noch reißen. Wird jetzt aber schwer.
Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es damit kommt, ne? Aber ich kenne halt die Kombi, ne? Die habe ich auch schon öfter eingesetzt. Das hat mich jetzt aber überrascht. Ihr müsst gereinigt werden. Und jetzt hat er Angst vor meinem Histheilen. Der Manticore, perfekt. Perfekt. Machen wir so. Und Gegner kriegen in dieser Reihe. Killen wir die hier. Weil wir dann eine Rune zerstören können und mit dem Verbrennungsstoß halt eben die hier. Oder vielleicht können wir dann ein bisschen mehr Schaden zufügen und dann noch die hier wegballern. Das wäre so eine Möglichkeit. Meine Klauen sind scharf und durstig. Genug! Lasst mich kämpfen! Okay. Hier können wir verstummen lassen. Wir brauchen auf jeden Fall die Kontrolle wieder. Also verstummen lassen. Dann, wenn wir Glück haben, auch noch. Jawohl, Wächter. Kommen die da nicht so durch und wir würden beide sterben bei dem Versuch. Einen Schattenfernpriester könnten wir bei Histhain benutzen, weil das würde uns ja wirklich den Spaß versauen. Könnten wir aber auch hier benutzen oder eben den durchdringenden Speer. Das ist einfach gefährlicher gerade. Die Wasser des Lebens. Scheiße. Es wurden Fehler begangen. Okay. Jetzt löscht er die sowieso aus. Ohne dass wir Schaden gemacht haben. Kriegt er beide Kreaturen weg. Das ist so ein Failplay gewesen. Das ganze Spiel ist ein Failplay. Gehen wir auch noch durch. Das zerstört er die nicht mal. Hat er nicht genug Respekt oder was? Hat er nicht genug Respekt? Okay, gut. Wenn er nicht will, dann gönn ihm, oder? Gönn ihm. Ich fürchte sie nicht. So, jetzt bauen wir erstmal aus hier. Greifen noch nicht an. Ich will erstmal die Kontrolle übernehmen. Vielleicht ziehen wir auch noch eine Karte, eine Kreatur, wodurch wir Leben bekommen und nicht er. Na, Sack. Oh, das wäre gut. Das ist gut, das ist gut. Jetzt könnten wir Glück haben. Es wird jetzt sehr riskant. Es wird alles sehr riskant. Möge das Glück mir hold sein. Oh, das wird riskant, Leute. Weil wenn wir den jetzt killen, also er fügt uns 6 Schaden zu, wenn er jetzt keine andere Möglichkeit hat, uns zu töten, dann können wir ihn damit töten und bekommen erstmal hier Entzug. Und bekommen den dann noch bei uns auf die Seite. Das machen wir natürlich auch. Zack, bekommen wieder Leben. Und haben unseren eigenen Nachtschatten auf dem Feld. Und hier machen wir dann einfach durchdringender Speer. Und haben jetzt 2 Möglichkeiten, dementsprechend Leben zu generieren. Das klingt doch gut, oder? Klingt doch gut.
Und dann reduzieren wir etwas sein Leben. Ich möchte ihn aber noch keine Rune ziehen lassen. Ich will erstmal das Leben wieder ausbauen. Und das lasse ich, weil wir produzieren jetzt noch einen von denen. Oh ja, Leute. Wir könnten das noch reißen. Kriegshäuptling, der zieht jetzt wieder einen Ork. Das ist aber so ein Verteidigungsorg. Der rockt jetzt nicht so. So. Geh mal rein. Kriegen Leben. Geh mal rein. Kriegen Leben. Geh mal rein. Geh mal rein. Zack. Und da geht er down. Komm, was machen wir? Das kosten wir aus. Gut gespielt. Bam, Leute! Tada! Sorry wegen dem Failplay. Ich war nervös. Ich war sehr nervös. Wir springen direkt in den zweiten Kampf. Dritten Kampf. Der dritte Kampf da. Oder? Oder zwei Stück haben wir gewonnen. Wir springen in den dritten. Bis gleich. Ha! Verarscht! Wir spielen doch nicht weiter. Das wäre zu lang gewesen, Leute. Das will ich auch nicht antun. Also der dritte und vierte Kampf kommt einfach in der nächsten Folge. Okay. Wenn ihr mich unterstützt, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten verlinke ich noch ein paar Guides, die auf jeden Fall sehenswert sind. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer LineTube.